Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar wurde gegen 19.23 Uhr mit dem Stichwort Dachschulbrand zu einem Fachwerkhaus in Allgard gerufen. Als die Feuerwehr da wenige Minuten später ankam, stellte sich die Lage schon so dar, dass im Bereich des Daches die Flammen herausschlugen und deswegen umgehend Eile geboten war, um die ersten Maßnahmen zu treffen. Die Feuerwehr hat als erste Maßnahme über eine direkt neben dem Objekt befindliche Garage ist in den Nachbarsgarten vorgegangen, hat von da aus die ersten Löschmaßnahmen getroffen. Parallel wurde direkt daneben die Drehleiter aufgebaut, um über den Innenhof auch das Dach besser erreichen zu können. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar ist zurzeit mit 72 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen im Einsatz. Dazu noch Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei. Verletzte gab es insofern, als dass der Hauseigentümer zur Sicherheit vom Rettungsdienst behandelt wurde.